Vier Territorialschlachten Geonosis haben wir bereits auf dem Kerbholz. Wir befinden uns jetzt hier in Phase 2 unseres fünften Anlaufs und wir werden dieses Mal die komplette Mitte ignorieren. Wie genau unsere Strategie hier aussieht, verrate ich euch gleich nach dem Intro. Wie immer, Freunde, werden wir zuallererst hier die Flottenkämpfe machen und euch fällt sofort auf, dass ich keine Houndstooth mehr besitze, die ich nämlich extra in die Platoons gepackt habe, damit wir auch wirklich alle Platoons voll haben für Phase 3. Und dasselbe gilt auch für meine Darth Trayer, die ist ebenfalls gesetzt, das heißt auch die kann ich jetzt hier in Phase 2 nicht benutzen. Aber wir haben einen Plan, nämlich wie ihr sehen könnt, sind wir hier kurz vor dem ersten Stern. Den holen wir aber hier nicht, denn wir holen den erst in der nächsten Phase. Und das hat was mit unserem Plan zu tun, den wir jetzt hier eben Stück für Stück umsetzen. Wie ihr sehen könnt, wenn wir also jetzt hier keinen Stern geholt haben, kommen wir also nicht hier in dieses Gebiet, ja, beim nächsten Mal. Das bedeutet also, wir werden dann, wenn Phase 3 angefangen hat, dieses Gebiet hier oben machen und dieses Gebiet hier unten und dann das Gebiet hier hinten. Danach rücken wir auf in Phase 4, kommen dann aber nicht hierhin, weil wir uns dann gerade hier befinden, okay? Das ist so etwa der Plan. Im Endeffekt geht es darum, möglichst viele Sterne rauszuholen, denn ihr wisst ja, wir sind nicht vollzählig, wir sind bloß 44 Stück, haben aber trotzdem Potenzial, auf gut über 20 Sterne zu kommen. Und wir geben hier unser Bestes, Freunde. Was ich also jetzt machen möchte, ist zuerst einmal einen Flottenkampf hier, und zwar den leichteren, den, bei dem wir die Chimäre gestellt bekommen. Wir gehen also mit drei Geonosianern Chimäre rein, hoffen mal, dass wir es schaffen. Und diesen Kampf hier, da wage ich mich ohne Houndstooth jetzt nicht rein. Das kann zu schnell nach hinten losgehen. Deswegen wählen wir jetzt mal ganz kurz, diese drei hier aus. Dann noch Vader. Und dann noch irgendwelche anderen Schiffe, die uns vielleicht noch ein bisschen behilflich sein könnten hier. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was für eins ich jetzt hier im Endeffekt wähle. Es ist eine sehr schwierige Entscheidung. Ich würde mal sagen, ich wähle einfach ihn hier noch als extra Tank oder so, ne? Also, gehen wir mal los, Freunde. Wenn wir General Kenobi als Gegner haben, haben wir verloren. Wir haben Mace Windu als Gegner, das bedeutet, wir haben eine kleine Chance, mit drei Geonosianen der Startaufstellung zu gewinnen. Hoffen wir mal, dass das hier auch gut geht. Sie greifen nicht unseren Soldaten an, das gefällt mir überhaupt nicht. Sie sind jetzt wenigstens gebufft und müssen jetzt Sunfag angreifen. Okay, ich würde hier gerne zuallererst einmal Rex platt machen, weil Rex nämlich in der Lage ist, ne, wisst ihr, zu heilen und zum Kram, zu regenerieren und so. Und jetzt heilen wir uns zuerst einmal, nämlich hiermit, mit Kriegskunst, auf unser schwächstes Schiff. Wie ihr seht, sind wir wieder ein bisschen geheilt, sind ein bisschen verstärkt und sollten jetzt in der Lage sein, Rex schnellstmöglich wegzupusten. So, drei Geonosianer sind natürlich stärker unter der Führung von unserem Tarkin, aber es ist ganz okay, wenn wir hier eben Thrawn mit dabei haben, denn er hat eine ziemlich coole Ultimate. Und ich will erst einmal dafür sorgen, dass die Gegner möglichst schnell dezimiert werden. Das heißt, ich greife nicht ihn hier an, weil ich will, dass die diesen schwächer, ne? Ich will nämlich die Überzahl reduzieren von den Gegnern. Also ich will, dass wir in Überzahl sind. So, was wir als nächstes reinrufen, wäre jetzt erst einmal Darth Vader, um die Gegner noch ein bisschen mehr zu schwächen in ihrer Angriffskraft her. Killt zuerst einmal ihn, oder greift erstmal ihn an, um Schaden zu machen hier. Das passt soweit. Als nächstes greifen wir den hier an mit dem Soldaten. Perfekt. Jetzt greift er hier wieder an, greift unsere Soldaten an. Das ist ziemlich übel, denn 100.000, habt ihr das gerade gesehen? 100.000 Schaden. Leider konnten sie jetzt unsere Schlüsselcharaktere angreifen und sie hatten es auf dem Soldaten abgesehen. Also es war schon echt übel. Greifen wir jetzt vielleicht mal ihn an. Damit sollten wir in der Lage sein, ihn zu vernichten. Perfekt. Jetzt ist unser Thrawn dran. Ich würde mal sagen, wir greifen ihn hier an, schicken Vader vor. Ne, so seht ihr. Weil Flächenschaden zu machen hat es hier nicht so wirklich viel gebracht. Als nächstes müssen wir unbedingt Plo Koon ausschalten. Deswegen betäube ich ihn mal ganz schnell hier. So. Greifen mit Vader an, weil Plo Koon kann heilen, ne? Wisst ihr? Und das möchte ich gerne vermeiden. Jetzt haben sie es auf unseren Sunfag abgesehen. Leider ist er ausgewichen gerade. Wir können bald unsere Ultimate machen. Ich will jetzt mal die Gegner erblinden lassen. Hoffentlich klappt das hier auch an der Stelle. Ja, das hat nicht funktioniert. Sehr, sehr schade. Na gut, wir greifen jetzt mal ihn hier an. So, sehr gut. Der hat jetzt hier diese Druiden auf sich drauf. Wir nehmen mal die Buffs von ihm weg hier. Müssen jetzt ihn leider angreifen. Das ist sehr, sehr schade. Das bedeutet, wir können vielleicht gleich mit... Vielleicht können wir ihn gleich finishen. Ich mache mal ganz kurz einen normalen Angriff hier. So, Ultimate auf ihn und wir heilen ihn dafür hoch.
Perfekt. Nur noch Plo Koon ist da, den müssten wir jetzt hier ausschalten können und wir haben es geschafft. Grandios, Freunde. Mein kleines Pokerspiel hat funktioniert im Endeffekt. Und wir bilden uns einfach mal ein, dass ich den anderen Kampf sowieso nicht gewonnen hätte, ja? Also hätte ich meine Houndstooth noch, hätte ich diesen Kampf definitiv holen können. Was ich jetzt stattdessen mache, ist hier einfach stationieren, ne? So, also, alle stationieren und gut ist. Den letzten Kampf kann ich dann vielleicht machen, wenn wir in die nächste Phase kommen. In Phase 3, ne, wenn wir dann hier reinkommen, kann es sein, dass ich den Kampf nochmal nachholen kann hier, den ich nicht gemacht habe. Wäre möglich, wir werden es dann sehen, wenn wir in Phase 3 sind. Ich bin mir da jetzt nicht hundertprozentig sicher. Jedenfalls machen wir jetzt hier gar nichts, also mein Lieblingskampf kann ich nicht machen, wir wissen ja, dass ich den sowieso schaffe. Und die anderen zwei Dinger sind sowieso nicht so interessant hier. Und ihr seht, dass ich Treya in die Platoons gesetzt habe, ist letztendlich halb so wild, weil wir nämlich sowieso bloß diese zwei Kämpfe hier unten machen, weil wir hätten gerne hier drei Sterne, ne? Ich gehe aber zuerst einmal hier rein und werde mich noch einmal an dem Airclay versuchen. Denn bis jetzt habt ihr mich nur failen sehen, das liegt daran, dass meine Charaktere noch nicht stark genug sind und wir die Platoons auch noch nicht weit genug ausgebaut haben. Und vielleicht kann ich ja hier noch ein bisschen was reißen mit Schutz und mit Tempo und so weiter. 9 Tempo, 13 Tempo, komm, wir slicen mal ganz kurz das Ding hier. Macht ihr noch mal ein kleines bisschen stärker. Jedes bisschen extra Power zählt. Machen wir vielleicht hier noch mal ein bisschen was oben drauf. So, ein bisschen Abwehr. Okay, da ist das schon mal Gold. Hier vielleicht auch noch mal ein bisschen. Kritische Trefferschau, kann auch nicht schaden. Na gut, die Mods sind halt auch nicht optimal, ne? Also, Mods sind nicht optimal. Hier ist nicht optimal. Ich bin hier relativ kurz vor, ne, hier fehlt noch ein bisschen was. Hier auch nur noch ein kleines bisschen, hier noch ein bisschen mehr. Aber ich bin relativ kurz vor Gear 13, dann sollte das eigentlich kein Problem mehr sein in der Zukunft. Trotzdem möchte ich aber gerne mal ganz in Ruhe und bedacht vorgehen, hier bei dem Eckle, ja. Ein Versuch ist es auf jeden Fall wert. Und wir sehen jetzt hier, die Gegner haben zwei Stück, die Flächenschaden machen können, ne? Wir müssen leider zuerst das hier aktivieren, um den Eckle zu beruhigen. Und danach müssen wir diese beiden hier einmal angreifen. In der Hoffnung, sie eben mit Fähigkeitenblockade zu belegen, ne? So, der greift hier an, der greift sofort uns alle an. Das ist natürlich ziemlich übel. Und wenn sowas passiert, haben wir halt ein Riesenproblem, ja? So, wir greifen also erst einmal ihn an, schicken dafür Pog los. Wir können leider den anderen nicht angreifen. Ihr seht, wir haben jetzt sofort in der Sekunde schon wieder Pech gehabt, weil wir nämlich ihn nicht angreifen können, weil er unsichtbar ist, ja? Und wenn der jetzt Flächenangriff macht auf uns alle, sind wir erledigt. Da können wir nichts machen, beim besten Willen nicht. So, wir müssen uns leider hochheilen. Ich muss diese Fähigkeit hier aktivieren, um uns hochzuheilen hier an der Stelle. Dann schicken wir mal niemanden vor. Wir greifen normal an hier an der Stelle. So, na, er greift hier wieder unseren Spion an die ganze Zeit. Wir machen mal ganz kurz das hier, um die alle zu entblößen. Der wurde jetzt sichtbar. Jetzt greifen wir ihn an. Ich will aber ihn nicht sofort mit diesem Angriff killen. Den will ich mir aufheben für den Eckley. Ich will ihn gerne nur mit Fähigkeitenblockade belegen. Perfekt. Jetzt kann er von mir aus unsichtbar bleiben, wenn er Fähigkeit blockiert ist. Wir müssen ihn wieder angreifen, um ihn wieder Fähigkeiten zu blockieren oder zu killen wenigstens. Okay. Mal gucken, ob wir den Eckley jetzt hier... Der muss auch mit Fähigkeitenblockade belegt werden. Deswegen machen wir jetzt mal ganz kurz hier das da auf ihn. So, er ist Fähigkeiten blockiert. Perfekt. Jetzt greifen wir ihn hier an. Spion ist unsichtbar, das heißt, sie machen großen Schaden. Awesome. Also, jetzt war jetzt nicht so mega groß der Schaden, aber war akzeptabel. Der Heiler heilt hier, das ist auch in Ordnung für uns. Greifen wir weiter an hier, nehmen wieder seinen Bonusschutz. Und wir könnten jetzt Damage auf alle machen und den Eckley eventuell entblößen. Allerdings will ich das nicht, weil ich nicht will, dass der hier stirbt. Denn wenn der stirbt, wir können den relativ gut kontrollieren. Wenn der stirbt, wird der Eckley nämlich, wenn er dann später wieder sein Schrei macht, zwei Stück wiederbeleben. Und die könnten entsprechend richtig übel sein. Ja, deswegen greife ich hier nochmal an. Und die beiden sollen ruhig überleben, weil die sind relativ ungefährlich. Also wir hatten in Anführungszeichen Glück, dass es nur die da waren, ne? So, jetzt machen wir das Verwirren weg von ihm. Verstärken uns ein klein wenig und schicken mal irgendjemanden vor zum Angreifen. Ich würde mal sagen, wir schicken den Spion vor hier an der Stelle. So, das passt schon soweit. Er greift nur einen an, fängt sich in Konter. Okay, wir müssen ihn jetzt Fähigkeiten blockieren. Dabei wird er allerdings draufgehen. Also sehr, sehr übel für uns. Ist aber das Beste, was wir gerade machen können, denke ich. Aber vielleicht können wir ihn angreifen. Hallo? Ja, schwierig. Komm, wir greifen ihn an. So, okay, jetzt schicken wir hier vor. Und zwar den Spion wieder. So. Und klauen dem Eckley hoffentlich bald mal seinen ganzen Schutz. Er hat es auch meistens, ne, auf den hier abgesehen. Das ist in Ordnung, weil den können wir wiederbeleben. Der provoziert ja. Eckley wird, wenn er dran ist, wird er zwei Leute wiederbeleben. Und wenn wir Pech haben, sind das zwei Leute, die großen Flächenschaden machen. Wenn wir Glück haben, sind das schwächere Gegner, ja. Schwächere Jedi. Das ist in Ordnung. Deswegen hebe ich mir das hier noch auf. Für später vielleicht, ja. Greifen wir nochmal ganz kurz an. So, wir sind schon an der Gesundheit des Eckleys, aber wir sind selber schon sehr, sehr angeschlagen. Und ihr seht, er hat hier einen Heiler wiederbelebt, das ist in Ordnung. Allerdings ist, oh mein Gott, dieser Damage. Allerdings ist
Der hier saugefährlich. Also müssen wir den hier zuerst mal angreifen. Mit allem, was wir haben. Okay, er ist unsichtbar geworden, aber nicht Fähigkeit blockiert. Das heißt, wir machen das hier und decken ihn leider nicht auf. Sehr, sehr, sehr schade. Also, wenn der gleich Flächenschaden macht, sind wir erledigt, Freunde. Wir hatten jetzt mega Pech hier an der Stelle mit ihm. Ja, mega Pech. Und der macht ebenfalls Flächenschaden. Also, wir waren nicht schnell genug, um eben diese Fähigkeit wieder wegzumachen. Wie ihr seht, das ist noch auf Abklingzeit hier. Also, leider gar keine Möglichkeit gehabt, hier irgendwie ordentlich zu kämpfen, ja, irgendwie zu gewinnen. Also ihr seht, man muss einfach in der Lage sein, einen verstärkten Eckle einmal zu überleben oder muss eben wesentlich mehr in der Lage sein, zu heilen, ja, also oder schneller sein. So, jetzt können wir den Eckle wieder ein bisschen beruhigen hier an der Stelle, müssen aber ihn hier angreifen und das mache ich gleich mal hier. Da aber, na, Pogge lebt doch, okay, wir konnten ihn noch Fähigkeiten blockieren, das ist in Ordnung. Jetzt greifen, wir müssen ihn wieder angreifen, wir müssen ihn unter Fähigkeitenblockade halten. Da er unsichtbar ist und ja, jetzt können wir vielleicht wieder angreifen. Versuchen wir es noch einmal mit diesem Angriff hier. So, er ist Fähigkeiten blockiert. Okay. Eckle ist ein bisschen schwächer. Wir greifen ihn nochmal an. Wir haben immerhin Sunfake noch. Der kann noch den Bonusschutz des Eckleys wegmachen. Wir verstärken uns mal, machen die Debuffs weg hier und schicken mal Brut Alpha vor. Aber ich glaube nicht, dass wir das noch schaffen, Freunde, weil sobald wir noch einmal Flächenschaden kassieren, war es das. Und das wird mit Sicherheit passieren, ne? Also, ich meine, diesen starken Flächenschaden von ihm, weil er kann jetzt schon wieder schreien und wir können ihn immer noch nicht beruhigen. Ja, also ihr seht, er kann den Schrei wesentlich schneller machen, als wir das wir beruhigen können. Ich mache mal ganz kurz das hier. So, dann greifen wir ihn an. Und es kommt letztendlich auch ein bisschen darauf an, dass wir in der Lage sind, dieses, wenn er erzürnt ist, ja, wenn er also diesen Buff hat, dieses Erzürnt hier oben, dass wir dann den Flächenschaden überleben können. Das geht eben nur mit entsprechender Ausrüstung. Ohne die entsprechende Ausrüstung funktioniert es halt leider nicht, weil ihr seht diesen Damage, den er macht. Und es dauert noch 2 Runden, bis wir das Erzürnt wieder wegmachen können. Also, ich denke mal, Brut Alpha sollte auch noch möglichst schnell sein. Beziehungsweise, ja, ihr seht ja hier, was da abgeht. Das ist gar keine Chance. Also, wir müssen in der Lage sein, das irgendwie zu überleben. Ja, und immer wieder den Eckley möglichst viel angreifen, um ihn Zugleisten zu klauen und so. Aber das ist halt jetzt beim besten Willen noch nicht machbar. Vielleicht, wenn wir die Platoons ein bisschen besser besetzt hätten. Ne? Ihr seht, hier haben wir 6, okay. Und hier haben wir auch 6. Also ihr seht, die Platoons sind besetzt. Komplett. Ne? Alle Platoons sind besetzt. Es liegt also nicht an unserer Gilde in irgendeiner Weise. Auch hier haben wir alle Platoons besetzt. Hier sind alle Platoons besetzt und hier auch. Also das ist nicht das Problem. Das einzige Problem, das wir haben, ist letztendlich nur, dass meine Geonosiade noch nicht stark genug sind. Und ich will euch mal ganz kurz zeigen, wie die ausgerüstet sind. Ein paar haben mich ja schon mal gefragt. Deswegen, ich habe es schon mal gezeigt, aber ich scroll noch mal ganz kurz hier durch. Wenn wir auf die Geonosianer gehen, guckt euch das mal an. Ja, also ich meine, er müsste volle 6-Punkte-Mods haben hier, okay. Er müsste Ausrüstungsstufe 13 sein, okay, ne, das zählt auch noch mit rein. Aber hier, ne, da fehlt noch ein kleines Teilchen, hier fehlt noch ein Teilchen. Hier fehlen am besten noch 2 Teile, hier fehlen am besten noch 2 Teile und hier fehlt noch ein Teilchen, hier fehlen auch noch 2 Teile. Und diese beiden Teile, die da fehlen, ne, das gibt zum Beispiel 6500 extra Gesundheit. Das hier sind insgesamt 8500 extra Gesundheit. Das hier sind ebenfalls 8500 extra Gesundheit und das hier bei ihm ebenfalls 8500 extra Gesundheit, ja. Also saumäßig viel, was da noch fehlt und natürlich alle 6-Punkte-Mods sollten es sein, dann kann man es schaffen, außer man hat natürlich tonnenweise Glück, ja, aber wie gesagt, RNG muss halt eben auch mitspielen, wenn man Pech hat, dass der Gegner eben unser Team angreift, ja, dann sieht es halt scheiße aus und ihr habt ja gesehen, woran wir gescheitert sind hier, war ganz einfach das, dass der Gegner eben eine Runde vor uns wieder sein erzürnt war, bevor wir es wegmachen konnten und dann eben seinen Flächenangriff gemacht hat, ja, und das hat eben unsere Charaktere gekillt. So, wären wir nicht gekillt, hätten wir uns vielleicht gekillt worden, hätten wir uns vielleicht wieder ein bisschen hochheilen können mit höherer Gearstufe und so weiter, mit besseren Gear, aber das hat halt leider hier nicht funktioniert. Okay, wir gehen also jetzt hier in die nächste Runde und ich werde jetzt hier einfach mein tolles Grievous-Team auswählen, denn das hat sich am letzten Mal ziemlich gut geschlagen. Also marschieren wir mal rein hier in die Action. Okay, Freunde, 2 Stück, die Flächenschaden machen wollen. Ich würde mal sagen, wir greifen erstmal hier alle an. So, perfekt. Er hier soll jetzt gleich mal heilen. Das ist ganz wichtig. Und zwar hier mal auf Grievous. So. Und Grievous kann gleich mal einen von denen hier betäuben. Sehr gut. Wir rufen gleich Verstärkung. Das machen wir jetzt noch nicht sofort. Er hier macht sich mal ganz kurz unverwundbar. So. Und der hier greift mal alle an. Ich will, dass die Magnawache das gleich macht. Ne, Magnawache soll gleich... Na, toll. Fähigkeiten blockiert wurde er. Aber das passt. Wir machen das dann später. Greifen nochmal hier alle an. Perfekt. Heilen wir unsere Magnawache hier. So, sehr gut.
Und ich würde mal sagen, der ruft jetzt erst einmal. Perfekt. Grievous greift alle an, das ist in Ordnung so. Und ich, eigentlich hätte ich gerne noch ein paar Stapel. Greifen wir mal nur den da hier an, so. Der greift auch mal nur den hier an, so. Der greift auch nur den an, perfekt. Grievous greift jetzt alle an. Bam, sehr gut. 4 Stapel, weil er gleich alle weggepustet hat. Ne? So läuft das, Freunde. Und jetzt würde ich gerne mal einen betäuben. Und zwar einen von denen, die großen Flächenschaden machen. Falscher Angriff. Betäuben war das andere Ding. Aber das passt schon. Wir sind sehr, sehr schnell. Wir können uns also gleich wieder hochheilen hier. Machen wir mal ganz kurz das hier auf den da. So. Und ich würde aber sagen, Grievous macht mal erstmal Damage auf alle hier. Perfekt. Jetzt betäuben wir den da. Sehr schön. Können also an dem anderen arbeiten. Machen uns nochmal ganz kurz hier unverwundbar, damit wir auch gleich mit angreifen können. Grievous macht, glaube ich, den jetzt hier platt mit diesem Angriff. So, sehr gut. 5 Stapel haben wir schon. Greifen mal alle an. Schicken dafür hier Grievous vor. Perfekt. 6 Stapel. So will ich das sehen. Heilen wir doch mal ganz kurz hier. So, greifen den ja auch an. Und können wir den platt machen? Sehr gut. Leider hat das nicht als Kill für ihn gezählt. Sehr, sehr schade. Es waren jetzt immer noch sechs Stapel hier. Betäuben wir mal den da. Hat nicht funktioniert, passt aber soweit. Machen fetten Damage auf ihn. Und heilen mal unseren Roboter da hinten. Sehr gut. Kann Grievous den killen hier? Instant? Jawohl, 7 haben wir. Und Grievous schickt mir doch mal ganz kurz vor hier. Perfekt. 8 Stapel schon. So sieht's aus, Freunde. So läuft das Ganze. Es ist wichtig, dass wir 10 Stapel haben, schnellstmöglich. Hier ist ein Heiler, da ist Shark T und da ist ein Ark. Die sind allesamt gefährlich. Wir greifen jetzt hier nochmal an. Schicken mal Grievous vor auf alle. Dann heilen wir mal ihn hier. So, greifen mal den da an, den Heiler. Können wir vielleicht hier den Buff nehmen? Sehr gut. Ach, sie hat den Buff immer noch. Okay. Greifen mal den da an, weil wir unsichtbar sind. Grievous müsste jetzt schon jemanden killen können eigentlich. Nein, noch nicht ganz. Sehr, sehr schade. Okay, jetzt greifen wir alle an, nehmen ihre Buffs und geben Buff-Immunität hoffentlich. Leider nicht so viel, wie ich gehofft habe. Einen hat Grievous leider nicht killen können, das ist sehr schade. Greifen wir jetzt mal den Heiler hier an, so. Okay, wir machen uns nochmal hier unverwundbar. Und dann will ich, dass Grievous den hier killt. Perfekt, das war der 9. Jetzt greifen wir alle an, das passt soweit, auch wenn sie kontert, stört mich das nicht so. Machen nochmal Damage alle, nehmen ihr damit ihre Buffs hier. Das passt soweit. Der soll ruhig mal ein bisschen jubeln. Das ist auch völlig in Ordnung. Wir heilen nochmal ihn. So. Greifen mal hier an. Schicken hier Grievous vor. Das könnte ihn schon killen. 9 immer noch. Sehr schade. Aber den hier könnte Grievous killen. Perfekt. Jetzt haben wir 10 Stapel. Und jetzt fühle ich mich schon viel, viel, viel sicherer. Weil wir nämlich auf diese Weise ziemlich hohes Heilungspotenzial haben für unser Team, ne? Und der Schaden, den Grievous auf unser Team macht, ist jetzt gar nicht mehr so schlimm. Okay, ich würde gerne den hier zuerst platt machen. Also schicken wir jetzt mal hier Grievous vor. Perfekt. Heilen nochmal, und zwar den B2 hier hinten. So, greifen mal den hier an. Wir machen Damage auf alle hier, möglichst den Schaden verteilen. Hier auch nochmal drauf. Perfekt. Ich freue mich schon, wenn mein B1 endlich mal 7 Sterne hat und ich ihn auch in der nächsten Phase benutzen kann. Den nehmen wir sein Provozieren weg hier. Und ich würde gerne weiter am Heiler arbeiten. Aber zuerst machen wir uns hier unverwundbar. Und ich glaube, den können wir gleich killen. Und zwar mit Grievous zusammen. Oder sogar mit Flächenschaden zusammen, weil wir müssen nicht mehr unbedingt mit Grievous die Leute killen hier. Perfekt. Jetzt geht es nur noch darum, irgendwie zu überleben. So. Und hier nochmal auf alle, das killt den Heiler, sehr schön, jetzt können wir ihm hier nochmal ordentlich was verpassen. Okay, so viel war das gar nicht, ich habe nicht auf die Stapel geachtet eben. Aber wir machen weiter in unserem Flächenschaden hier, ja auch wieder Flächenschaden, es gibt nämlich ordentlich Zugleiste für uns. Grievous kann eigentlich ruhig an ihm hier arbeiten, weil er macht ja diesen großen Damage und er hat sogar schon 9 Stapel hier. Wir schicken nochmal Grievous vor, 10 Stapel, 11 Stapel Schaden über Zeit, 12 Stapel Schaden über Zeit, das hat ihn doch gleich gekillt, superklasse. Jetzt arbeiten wir Luminara, die müsste auch relativ schnell down gehen hier an der Stelle. Ja, wenn sie dran ist, ist sie tot. Arbeiten wir an ihm hier. Der andere ist auch tot, wenn er dran ist. Deswegen auch schon 11 Stapel. Super. Ihr seht also, wenn wir nämlich mit vollen Stapeln nächste Phase gehen, dann ist das hier easy peasy galaktische Republik squeezy. Ja, die geht sehr, sehr schnell down. Und als nächstes machen wir noch den Kampf unten hier. Moment, da unten. Bevor wir dann stationieren werden hier. Ne? Jetzt gehen wir erstmal hier runter, machen noch eine Schlacht. Und die Frage ist, was nehmen wir mit? Nut Gunray, also eigentlich könnten wir so dieses Team hier mitnehmen, ja. Den Zombie hätte ich auch noch bereit, ne, sowas. Ach nee, ich würde ja gerne Nut Gunray als Anführer mitnehmen. Aber ein Charakter fehlt noch. Ein Charakter fehlt noch, wir könnten vielleicht mit diesem Team hier reingehen. Weil die aber keine Heiler haben, bin ich da nicht ganz so zuversichtlich, dass sie das schaffen.
Hätten wir Watambor, würde ich wahrscheinlich ohne den Zombie reingehen, dann hier mit Watambor in dieses Team. Ja, das heißt, wir hätten noch ein Separatisten-Team, hier reinzugehen. Stattdessen nehme ich wahrscheinlich mal lieber Perpetin als Anführer hier mit. Nein, das ist nicht Perpetin, der andere in Schwarz, der hier war das, genau. Dann nehmen wir noch die hier alle mit, den vielleicht nicht unbedingt. Vielleicht könnten wir es ja mit Dude Gunray versuchen. Wäre ja mal eine Idee. Und ne, wegen seinem prozentualen Schaden und zum Kram. Und vielleicht noch Count Dooku. Wäre also gar nicht mal so schlecht, denke ich. Oder wir lassen ihn weg und nehmen ihn mit. Ich glaube, das ist die bessere Entscheidung, weil wir nämlich ne, Gesundheit regenerieren, also Schutz regenerieren können, fracturen können. Dooku wird woanders benötigt, ich weiß, aber der ist ja beim nächsten Mal wieder frei. Falls wir Dooku sicherheitshalber nicht mitnehmen wollen, könnten wir auch hier Vader mitnehmen. Ich glaube, in Phase 2 ist das immer noch nicht ganz so wild. Also, oder wisst ihr was, wir nehmen TIE Fighter-Pilot mit. Der ist auch super hier. Vader wird sowieso meistens widerstanden. Ja, deswegen nehme ich den TIE Fighter mit, ehrlich gesagt. Okay, wir saugen erstmal allen Gegnern, weil wir nämlich gleich viermal bekommen. Und dann greifen wir ganz kurz hier an. So, perfekt. Und wir müssen leider angreifen. Hier, den, weil er provoziert. Blitzen die mal ganz schnell. Awesome, wurde geblitzt, das ist gut. Jetzt soll Thrall mal bitte ganz kurz mit ihm hier Zugleiste tauschen. So, er hier macht mal ganz kurz sein Provozieren weg. Sehr gut, können wir nämlich den da angreifen, aber der ruft erstmal. Verstärkung. So, dann fracturen wir mal einen von denen hier. So, die nämlich Flächenschaden machen können und kontern können. Jetzt machen wir Schaden auf alle. Und nehmen denen mal hier ihr, ihre ganzen Buffs. Blitzt mal alle. Hat leider nicht ganz funktioniert. Wir machen trotzdem noch mal Damage hier auf alle und killen ihn gleich mal hier. Wir saugen nochmal an allen Gegnern. Sehr gut. Das heißt, wir können gleich wieder auslöschen. Wir werden noch gleich einen von denen auslöschen. Also greifen wir nochmal hier an. Nummer 1, Nummer 2. Sehr gut. Er hier kriegt noch einen und wir müssen ihn angreifen. Weil er aber gefractured ist, kann er nicht kontern. Und jetzt kann er sowieso nicht mehr kontern. Wir löschen aus. Und zwar sie hier. Awesome. Greifen mal hier an. Wir müssen leider jetzt ganz normal angreifen. Wir kommen an die leider nicht ran hier. Außer wir killen den da schnell genug. Perfekt. Jetzt kommen wir vielleicht nochmal ran. Wir regenerieren ein bisschen Schutz. Und zwar würde ich mal sagen, für ihn. So, damit er nämlich gleich nochmal hier angreifen kann. So, perfekt. Sehr schön. Ich will nämlich, dass Nihilus möglichst oft dran ist. Ne? Möglichst schnell, möglichst oft, damit er möglichst schnell, möglichst oft auslöschen kann. So, der hier, der Flächenschaden machen kann, wurde leider nicht Fähigkeiten blockiert. Okay. Also arbeiten wir jetzt mal am Heiler. Das ist das Beste, was wir tun können. Machen nochmal Damage alle hier. So, sehr gut. Mit ein bisschen Schaden über Zeit. Er hat Flächenschaden gemacht, das ist in Ordnung. Wir saugen nochmal allen und haben bei fast allen sogar, das ist super, wir fracturen jetzt den Heiler, der kann auch nicht wiederbeleben und so, ne? So, perfekt. Jetzt arbeiten wir mal an dem anderen Heiler hier. Sehr gut, Blitz nochmal in sein Gesicht. Wir verstärken unseren Scion hier, awesome. Machen Damage auf alle, das bedeutet, wir können auch den Unsichtbaren hier angreifen, aber wir machen trotzdem mal Flächenschaden auf alle, so. Heiler soll hier zuerst draufgehen. Keine Buffs, die wir klauen können. Das passt. Greifen wir mal ihn hier an. So, Thrawn tauscht jetzt mit ihm hier Zugleiste. Ne, seht ihr? Er kann auch gleich auslöschen. Das nutzen wir auch sofort, die Chance hier. Anstatt bloß die Buffs wegzumachen. Also greifen wir alle an. Der wird draufgehen, wenn er dran ist, weil er nämlich Gesundheit verliert durch Blitz und weil er ein Jedi ist und weil er eben Schaden über Zeit hat. Also müssen wir uns um den keine Sorgen mehr machen. Das heißt, wir greifen nur noch den nächstbesten hier an. Und zwar den da beispielsweise. Ne, seht ihr? Der ist draufgegangen. So, zack, Nummer 1. Er greift Zion an, das passt. Wir saugen nochmal an drei Stück. Drei sind besser als keiner, ne? Hier auf alle. Das heißt, der ist auch draufgegangen. Awesome. Und der ist auch fast tot. Ich will mal ganz kurz blitzen hier. So, wir greifen normal an. Wir greifen normal an. Er ist down, sehr gut. Wieder normal. Und hier auch normal. Ah, hier auch normal. Perfekt. So, wir können also sehr bald schon wieder auslöschen. Das freut mich. Und ihr habt mir in die Kommentare den Tipp gegeben, dass ich besser... fracturen wir vielleicht... ihm, weil er kann kontern. Oder wisst ihr was, bevor ich fracture, wir geben erstmal ihm hier Zugleiste, so. Perfekt, greifen den da an. Sehr gut. Können wir vielleicht ihm hier Fähigkeitenblockade, gut, immerhin Buff-Immunität. So, blitzen wir ihn mal, das ist super. Machen Schaden auf alle hier, sehr gut. Da sind jetzt viele dabei, die Flächenschaden machen können. Ich würde gerne mal den Arc hier fracturen. Der Arc ist mir nämlich am gefährlichsten an der Stelle. Und wir arbeiten an Barriss. Weil der kontert noch, ne? Für den habe ich andere Dinge vorgesehen. So, okay, wir müssen ihn angreifen. Das geht jetzt leider nicht anders. Sehr, sehr schade. Machen wir hier Damage auf alle. Super. Mace Windu stirbt durch Schaden über Zeit. Sehr, sehr schnell. Und Saugen bringt jetzt hier nicht viel. Deswegen greife ich normal an. Mache sogar noch seine Buffs weg. Das heißt, ich kann jetzt vielleicht wieder hier an Mace Windu arbeiten so ein bisschen. So. Machen wir doch mal das hier. Damage over time.
Ich würde gerne. Ach, jetzt ist er geheilt worden. Das ist sehr, sehr blöd natürlich. Wir müssen jetzt, wir sollten jetzt am besten an Mace Windu arbeiten. Da macht nämlich schon großen Schaden. Und löschen mal den Arc aus hier. Okay. So, jetzt geht es darum, dass wir schnellstmöglich wieder Auslöschen aktivieren können. Leider ist er einmal gestorben hier. Ach, Mist, das ist ziemlich blöd. Dauert noch ein bisschen, bis wir das nochmal aktivieren können. Wir haben jetzt mal einen Barris gerade an der Stelle hier. Geben jetzt ihm hier mal Flugleiste. Sauge nochmal an den drei, damit wir schnellstmöglich wieder auslöschen können. Es wird leider nicht so gut klappen, wie ich mir es erhofft habe. Machen wir Fracture auf ihn, damit er nicht unsere Nihilus wieder irgendwie one-shottet oder so. Man weiß ja nie. Kann ja immer irgendwas schieflaufen. Außerdem will ich noch ein bisschen Zeit schinden. Ein kleines bisschen Zeit schinden hier bei den Gegnern. Okay, sie ist gestorben. Klang ziemlich witzig, wie sie gestorben ist. So, ne, ich will seine Runden schnellstmöglich durchzirkulieren hier. So, die greifen wir an. Machen nochmal das. Jetzt fühle ich mich schon wieder ein kleines bisschen besser. Und machen dann das hier. So, perfekt. Der ist auch draufgegangen. Hier nochmal eine Runde. Ein bisschen Zeit vergehen lassen. Der ist auch noch ein bisschen Zeit vergehen. Ah, das könnte ihn schon fast killen. Nein. Okay, wir können übernächste Runde. Also, sobald er noch einmal dran ist, müssten wir es machen können. Okay, wir haben Padme und Annie und Co. Das ist ziemlich, ziemlich übel. Können wir den vielleicht gerade mal die Buffs hier wegnehmen? Okay, können wir mit ihm hier vielleicht noch nicht austauschen? Aber vielleicht, ich sauge einfach meine Gegner. Ich weiß es vielleicht nicht so gut. Ich wollte aber denen ihre Fähigkeiten verlängern. Letztendlich, ne? Und eigentlich müsste ich Anakin zuerst auslöschen. Das Problem ist nur, ich komme wahrscheinlich nicht an ihn ran, weil hier alle irgendwie immer am Provozieren sind. Und hier machen wir Flächenschaden auf alle, das ist okay. Ach, natürlich ziemlich blöd. Ja, Anakin halt, ne? Anakin ist halt echt übel. So, und ich glaube, also wir löschen ihn aus, weil er halt einfach mit Abstand am gefährlichsten ist. Aber ich glaube, das schaffen wir nicht mehr. Ne, seht ihr, die pusten uns zu schnell weg. War natürlich blöd, dass ich eben trotz des Konters den Ding jetzt angegriffen habe, ne? Also alle angegriffen habe. Das war natürlich ziemlich blöd, aber ich bin sicher, wir hätten sowieso keine Chance gehabt hier mit dem Team an der Stelle. Natürlich kann man im Nachhinein immer sagen, ja, hätte, wäre, wenn, ne? Hätte Fahrradkette und so. Aber im Endeffekt seht ihr, es ist, selbst wenn ich jetzt ein, zwei Charaktere mehr gehabt hätte, das bringt nicht wirklich viel, ja? Die pusten uns hier weg wie nix. Kommt auch Entblößen oben drauf und so ein Kram, Verlangsamung und was nicht alles. Ist schon echt übel. So, und da wir ja auch Palpatine als Lead haben und nicht Traya, habe ich auch keine Möglichkeit, mich irgendwie hochzuheilen oder sowas in der Richtung, ne? Also werden wir jetzt hier Stück für Stück down gehen. Das ist ja schade, mit Traya wäre es wahrscheinlich besser gewesen an der Stelle, ne? Aber ich musste sie halt leider setzen. Jetzt muss ich ihn hier auslöschen. So, okay, das war's für unsere Nihilus. Aber hey, wir haben immerhin drei Wellen geschafft, das ist in Ordnung. Am Eckley sind wir leider abgeprallt, das passt auch soweit. Und ich werde jetzt hier stationieren, damit wir eben die vollen drei Sterne bekommen, hoffentlich noch. Ja, dass der Plan hoffentlich noch aufgeht. Hier machen wir erstmal gar nichts. Und hier ist ja Ziel gewesen, auch möglichst drei Sterne, wobei wir wahrscheinlich bei zwei Sternen stehen bleiben werden. Und das bedeutet, wir haben jetzt also hier zwei Sterne geholt. Hier kein und hier hoffentlich drei. Das sind also schon mal fünf Sterne. Und beim nächsten Mal ist es dann hier wesentlich leichter für uns voranzukommen. Aber das schauen wir uns dann an später, ne, bei den späteren Kämpfen. Ich stationiere nochmal ganz schnell hier. So, alle auswählen. Alles reinballern hier. Die beiden natürlich auch mit. Das passt soweit. Und das war's. Vielleicht hätte Dooku mehr Sinn gemacht in dem Team. Es wäre, glaube ich, besser gewesen anstelle von den TIE-Jäger-Piloten. Aber es waren jetzt halt eben, sag ich mal, drei Wellen anstatt vier, ne, also anstatt jetzt 1 Million Punkte waren es 700.000 Punkte. Ich hoffe mal, dass es am Ende nicht an 300.000 Punkten hängt, weil dann wäre es hier echt mein Fehler gewesen. Aber gut, Freunde, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich darf euch wieder begrüßen bei der nächsten Episode. Dann werden wir hier oben Flottenkämpfe machen, hier unten werden wir alles geben und werden dann hier auffüllen. Und beim letzten Mal, beim vierten Anlauf, werden wir dann hier machen, hier und hier, ne. Also, Freunde, vielen Dank und hoffentlich bis zur nächsten Episode. Möge die Macht der Separatisten mit euch sein.